Ja, Leute, ich bin's wieder, Quetteolf, mit einer neuen Folge von Minecraft Master Brothers zusammen mit dem Pablo Gaming oder hier Stecheisen. Guten Tag, meine Freunde. Oh mein Gott. Gut, was ist denn das Thema heute? Haus. Was denn? Fluss. Fluss? Ja. Cry me a river. Kann irgendwie den Boden wechseln? Ja, muss auf den Diamanten gehen. Ach jo. Und, was da? Ich hoffe, man hat gerade nichts gehört. Doch. Was denn? Irgendwas hast du umgeschmissen, also hat so blub gemacht. Nee, war was ganz anderes. Das hatte ich auch schon vorhin gemacht. Ich habe in meiner Aufnahme. Getrunken? Ja, aber was macht man vom Trinken? Ey, scheiße. Wie soll ich denn einen Fluss bauen? Soll ich jetzt hier alles voller Erde per Hand bauen? Ne, klar. Man kann ja auch im Fluss kann ich ja keine Erde setzen. Der Diamant rastet immer bei mir aus. Ja, bei mir auch. Hier soll ich jetzt das ganze Plot voll mit Erde besetzen, oder wie? Ja. Dauert ja ewig. Na klar dauert es ewig, aber ich meine... Man hat ja auch andere Möglichkeiten, einen Fluss zu bauen. Ich weiß zwar nicht welche, aber... Alter, ich glaube kaum zu schaffen, so einen Plot voll mit Erde auszubauen. Mein Fluss sieht ja jetzt schon katastrophal aus. Noch 3 Minuten und die ganze Zeit Wasser setzen. Ja, 3 Minuten die ganze Zeit vor allem Erde setzen, also... Nein, jetzt halt... Ach, shit, jetzt habe ich immer Wasser falsch gesetzt. Vor dem Fluss, ich bin gestern Boot gefahren. Ja. Irgendwann kam mir schon die Aussage, fährst ja ganz schön weit links, hast was gesoffen. Moin. Also ich habe Wasser ausgefüllt überall, also ich noch nicht. Ich bin noch dabei, meinen Fluss zu bauen. Kennst du das Prinzip der unendlichen Wasserquelle? Nein. Ja, okay, dann viel Spaß beim Wasserbauen. Das werde ich dir dann gleich mal... In welcher Version spielst du Minecraft? 1.12. 1.12.2? Ja. Dann werde ich dir das gleich mal auf einem privaten Server nachher auch nochmal das Prinzip der unendlichen Wasserquelle zeigen. Das ist sehr schnell. Du weißt ja nicht, wie lange du Zeit hast. Aber das hilft dir dann beim Wassersetzen, so wie jetzt, sehr viel. Wenn du zum Beispiel irgendwie auf einen Tauchbecken bauen müsstest, hilft das eine Menge. Ohne diesem Prinzip kriegst du das ja kaum hier bewältigt. Ich mag meinen Fluss, ich mache jetzt irgendwas einfach nur zur Dekoration noch. Ja, zur Dekoration könnte ich auch ein paar Bäume setzen. Ja, das mache ich gerade schon. Aber 56 Sekunden noch so viel Erde zu platzieren. Also ich bin, mein Fluss ist erstmal an und für sich fertig. Schön sieht er nicht aus. Ja, also ich meine, der Fluss ist halt recht lang bei mir. Aber das geht halt gut, wenn man die unendliche Wasserquelle kennt, wie man die platziert, vor allem beim Fluss. Was ich dir gleich auch einmal zeigen werde. Eichensetzling. Haben wir hier Knochenmehl irgendwie. Nein! Ja doch, das muss ich jetzt so Bäume setzen.
Güte. Also der Fluss ist erkennbar, mit den Dschungelbäumen auch. Ja, das ist deins. Nö, das ist nicht meins, aber ungefähr sieht's gleich aus. Naja. Er sieht halt recht hässlich aus. So sieht meiner ungefähr auch aus, aber ich... Es ist meh. Wer ist jetzt auch mit dem Prinzip der unendlichen Wasserquelle gebaut? Mein Meer wurde gerade nicht anerkannt, ey. Ja, gut. Also, ja, gut. Das ist, ich finde das okay. Ja, das ist wirklich okay. Oder vielleicht, man weiß ja nie. So, ich habe gerade gesagt, ich besetze Bäume. Ich sehe hier keinen einzigen Baum, der gesetzt ist. Ja, hätte ja sein können, dass du so wie ich nicht mehr... Das ist deins. Ja, das ist meins. meins sieht nicht besser aus. Also ich meine, meins sieht doch schön aus. Naja, Was ist denn daran nicht schön? Guck mal, wie viel Erde ich gesetzt habe. Ja, das war ja nicht die Voraussetzung. Voraussetzung war... Okay, das ist... Oh, das ist aber episch. Ja, das ist so episch. Das ist amazing. For everything is awesome. Keine Ahnung. Obwohl doch. Hier gerade mit diesem kleinen Bachauslauf in den Fluss rein. Das ist überhaupt nichts. Ex-Kapfeifisch geben. Hä, welcher Baum hat denn Lila in drin? Huch! Alles klar! Wir sagen so? Weil das ist jetzt so, nee, das ist gut. Sieht er gerade sagen so? Oh Gott, als wäre das so selten. Dein Hund hat gebellt. Nee, das ist nicht mein Hund, das ist der Hund meiner Nachbarn. Als ob das gerade deins war. Das war gerade meins, ja. Was steht da? Kannst du mal vorlesen, ich kann nicht sehen, hier steht einer davor. River. River Feed Achieving. Schleichwerbung kriegen, my ass are bleeding. Ja, hab ich gerade gemacht, wegen Schleichwerbung. Das ist auch kein Fluss. Das ist ein Wasserlauf. Das ist ein Fließ. Noch nicht wahr. Wow. Oh mein Gott. Ja. Hä, was soll das? Also der Fluss ist erkennbar, aber was soll die Büsche? Ja. Also ich meine, es sieht auch geil aus, ne? Hier der Fluss an sich. Aber diese Büsche. Ja. Es fehlt mir ein bisschen zu viel Deko. Nee, mehr ist es nicht. Ich habe ihm gut gegeben. Mäh. Doch. Die Diazza, oh. Hä? Dasselbe nochmal? Ja, hab ich, hä? My ass are bleeding. Bleeding? Weil das Wasser regnet aus der Decke, also, ja, so look. Regnet, also wird der Fluss befüllt. Nochmal? Nee. Ja, die Wände. Da muss ich leider mehr geben. Also ich meine, die Wände sind so... Ne, mehr sage ich nicht, ist okay. Ja, habe ich auch schon gerade. Ich meine, die Wände, die... Also... Hier, das Wasser entspringt einfach aus dem Stein. Und wo... Ich bin über dir, ne? Welcher Platz bist du? Ich bin... Fünfter. Du bist Vorletzter. Ne, also...